Ja, Leute, und damit ein herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Skyrim. Wir waren gerade da stehen geblieben gestern, dass wir in Weißlauf angekommen sind und mit dem Jarl gesprochen haben. Und der jetzt möchte das hier mit zu seinem Zauberer, Magier, wie auch immer, gehen und da mal quatschen, weil er wohl eine Vermutung hat, wo das Problem mit dem Drachen liegt. Und da werden wir jetzt mal weiter ansetzen. Gehen wir ihm also hinterher. Ich höre ein Kind, wo ist denn das? Da gehen wir ihm erstmal hinterher. Jarl Balgruf, der Ältere. Oh, da ist er schon. Ihr seht schon das Ziel. Farengar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Okay. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und was genau? Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Was nehmen wir denn? So, wir fragen jetzt erstmal nach. Wir wollen natürlich hinterfragen, warum er das gerade möchte, ne? Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker. Ja. Vielleicht sogar ein Gelehrter? Eventuell. Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab. Unmöglichkeiten. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Das ist auch eine gute Frage, warum sie gerade jetzt kommen, aber unser Charakter gibt uns hier gerade nicht die Möglichkeit, das nochmal irgendwie zu fragen, wie er darüber denkt. Aber wir fragen jetzt mal, was ich tun soll. Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Okay. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Also sollen wir in ein Grab gehen, Leute. So, dann könnten wir jetzt hier fragen, wie wir Waffen und Rüstung verzaubern, was er zu verkaufen hat. Seid ihr der einzige Zauberer? Wo erfahre ich mehr über die Magie? Seid ihr Drachen begegnet? Wir fragen mal, wo ich mehr über die Magie erfahre. Ihr seid ein angehender Schüler? Nun, ich bin leider kein besonders guter Lehrer. Warum versucht ihr euer Glück nicht an der Akademie von Winterfeste? Gut zu wissen. Da sind immer schöne Sachen, seht ihr. Und schon haben wir wieder eine kleine Nebenquest, die aber auch ein Hauptteil oder ein Hauptbestandteil des Spiels sind. Also fragen wir jetzt auch mal nicht nach, wie wir Waffen oder so verzaubern. Das weiß ich alles, dass da ist ein Arkaner Tisch. Da kannst du verzaubern, da kannst du Tränke machen. Und hier liegt zum Beispiel ein Seelenstein. Hier und da hinten. Es gibt große, kleine und so weiter und so fort. Das werde ich euch aber im Laufe des Spiels noch erklären. Also fragen wir jetzt erstmal, könnt ihr mir etwas über das Ödsturzhügelgrab erzählen? Du da hinten im Hintergrund, hältst mal der Gusche. Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Harte Worte. Ich fand das Dorf gar nicht mal schlecht. Wenn ihr dort seid. Okay. So, woher wisst ihr, dass sich diese Steintafel im Ödsturzhügelgrab befindet? Das möchte ich jetzt aber auch mal wissen. Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ich habe meine Quellen. Verlässliche Quellen. Alles klar. So, der Rest interessiert mich jetzt erstmal nicht. Obwohl doch, der Drachenkrieg, das möchte ich jetzt auch nochmal für euch hier erläutert kriegen. Es überrascht mich nicht, dass ihr nie davon gehört habt. Selbst ich hielt ihn für einen Mythos. Aber jetzt nicht mehr. Der Drachenkrieg hat wirklich stattgefunden, auch wenn wir so gut wie nichts über die eigentlichen Geschehnisse wissen. Vor langer Zeit, in der mythischen Ära, wurden die Drachen in Himmelsrand als Götter verehrt. Viele der gewaltigen Ruinen, die noch immer die Landschaft zieren, wurden als Tempel zu Ehren der Drachen errichtet. Also zu Ehren der Götter. Genaueres ist nicht überliefert, doch eines Tages rebellierten die Nord. Nach einem langen und grausamen Krieg stürzten sie ihre Drachenherrscher. Okay. Und wurden im Drachenkrieg alle Drachen getötet? Das ist eine gute Frage, weil wir haben ja selber
einen gesehen, als wir geköpft werden sollten, aber... Oh nein, mal gucken. Natürlich wurden viele getötet. Andere hingegen sollten noch lange leben. Dieser Palast wurde sogar von einem Vorfahren Balgruufs als Gefängnis für einen Drachen errichtet. Daher auch der Name Drachenfeste. Drachenfeste, genau. Hat auch einige Gründe, die werden wir auch noch sehen. Ich weiß nicht, ob wir auch da schon mal jetzt hingehen können, aber... Okay, gut, das Geld haben wir jetzt einfach mal mitgenommen. Wir könnten auch mal gucken, was mit den Sachen... Ah, das nehmen wir jetzt mal nicht mit, da können wir uns später mal drum kümmern, um die ganzen Bücher. Da guckt, ein gewöhnlicher Seelenstein. Da seht ihr hier ein Alchemielabor. Und hier Arcana Verzauberer, das ist ein Zaubertisch, sag ich mal. Okay, danke. Wird in eurer Schuld stehen. Danke. Passt auf, wir haben ja gerade von dem, Jarl auch Bekleidung bekommen. Hier, Schuppenhornrüstung. Die ist sogar besser und wiegt auch weniger. Das ist aber, glaube ich, nur der untere Teil vom Körper, wenn ich mich nicht täusche. Wartet mal. Ach, das ist sogar die Brustplatte. Das sah gerade aus wie der untere Teil. Was haben wir denn hier für Hörner? Das sieht voll kurios aus. Kein Gesicht oder so. Aber okay. Behalten wir erstmal. Aber wartet mal, wenn er hier sowieso gerade am Verkaufen und Verkaufen und ist, dann verkaufen wir direkt einen mal. Blick darauf. Danke. Machen wir jetzt aber nicht. Das braucht man nicht, weil wir... Oh, falsch. Ach, er nimmt gar kein... Stimmt. Die nehmen nur das dann, was sie selber auch verticken. Schriftrollen. Rolle des Chaos braucht man nicht, weil ich davon nichts halte. Das wollen wir auch alles nicht. Bücher. Das ist nicht schlecht, um Zauber zu lernen. Wir haben jetzt 991 Gold. Ich würde gerne... Gott, wie viele er schon hat. Heilige Maria. Was waren davon gut? Magierlicht ist nicht schlecht. Aber wir wollen... Wir lassen es erstmal, weil wir werden auch Zaubereibücher noch finden, also lassen wir es erstmal am Anfang. Einige kann man nur kaufen oder findet man auch irgendwie nur und manche muss man halt hier so kaufen bei den ganzen Magiern, sag ich mal. So, wir gehen jetzt erstmal wieder raus und begeben uns in Richtung Weißlauf. So, wir möchten den... Wir nehmen jetzt erstmal die Hauptquest, ja? Wir verfolgen jetzt erstmal wieder die Hauptquest und kümmern uns ab nächste Woche dann mal um ein paar Nebenquests, so kleine Sachen nebenbei zu machen, weil das macht das Spiel ja erst aus. Generell so Spiele mag ich wegen den ganzen Nebenquests. Ich liebe sowas, viel zu machen. Die Stadt werden wir uns dann angucken, wenn wir wieder zurückkommen. Hier steht schon mal eines dieser, ich sage mal, ja, dieser Schrein, das passt schon. Wenn man jetzt zum Beispiel hier rangeht, Schrein des Tales, ne? So, andere Segen wurden jetzt entfernt. So, alle Krankheiten geheilt und Talos Segen hinzugefügt. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was Talos Segen ist. Aber da gibt es einen kleinen Trick. Da gehen wir einfach auf die Magie. Auf aktive Effekte. Und dann seht ihr das hier. Der Kriegerstein ist an. Alle Kampffertigkeiten um 20% höher. Habt ihr ja gesehen. Frostresistenz. Also Widerstand gegen Frost 50%. Da gibt es auch einen schönen Mod, der das noch ein bisschen härter macht, das Spiel. Aber das möchten wir jetzt erstmal nicht machen. Und Talos Segen macht... wie soll ich denn das sagen? Den Schrei stärker. Aber da wir noch gar keine Schrei gelernt haben, steht da jetzt 0%. Und der wirkt auch nur 7 Stunden. Okay, gut. Das ist jetzt aber auch erstmal egal, weil das interessiert uns erstmal nicht. Ich wollte euch das bloß mal kurz zeigen. Da sind wir vorhin hergekommen, also gehen wir jetzt mal hier lang durch die Stadt. Jetzt mal ein bisschen umzugucken hier. An Quatschen werden wir, wie gesagt, noch keinen, weil ich das erst machen möchte, wenn wir wieder da sind. Gehen wir jetzt einfach erstmal weiter. Ja, Huskarl. Wir werden sofort aufbrechen. Okay. Ja, gut. So, die Karte wurde aktualisiert. In Himmelsrand gibt es 9 Fürstentümer. Ostmarsch, Falkenring, Hafingar, Hyalmarsch, Pale, Reach, Rift, Weißlauf und Winterfeste. Winterfeste ist zum Beispiel die Hochburg der Magier. Da kannst du in eine Akademie gehen für die Magier. Da werden wir auch nochmal gucken, was wir da denn machen werden. Mal so kleine Infos am Rande mal so ein bisschen rauskloppen, da.
dass du auch mal Bescheid bist. Wir werden auch versuchen, so schnell wie möglich noch ein Pferd zu organisieren, damit wir ein bisschen agiler unterwegs sind. Ich glaube, mit einem Pferd könnte man auch mehr tragen, also eine höhere Tragfähigkeit. Da bin ich mir aber gerade nicht zu 100% sicher, also möchte ich da jetzt auch nichts weiter sagen. So, und bei ihm werden wir jetzt direkt mal den Scheiß verkaufen, an den wir nicht mehr brauchen. Verstehe? Der Wind werft einen Blick darauf. Ja. So, da können wir jetzt bei ihm wieder und so, ne? Wollen wir aber nicht. Wir wollen verkaufen. Und zwar das, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Und zwar die kaiserliche Rüstung. Wir haben ja jetzt hier die Schuppenhornrüstung gekriegt. Auch nichts Gutes. Aber wir haben ja noch nicht so viel geschmiedet oder so. Hier seht ihr schon Pferde. Die kann man auch mieten, wenn ich mich nicht täusche. Aber das machen wir jetzt nicht. Und wir wollen auch nicht zurückreisen. Sondern wir gehen zurück. Klar, wo will er hin? Soll uns erstmal nicht interessieren, wir gehen weiter. Gehen wir gleich mal hier lang, ein bisschen abkürzen. Wir laufen gleich mal durch die Pampa und gehen direkt zu der Quest, zu der wir hin müssen, okay? Ja, man, beim Sprinten kann man übrigens nicht springen. Manchmal etwas belastend, daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen, dass das hier so ist. Oder auch wieder. Und das ist das Symbol, was er jetzt... Ach, Leute. Ich hab ihn wieder jetzt. Komm. Das ist eine... ich sag jetzt mal, ein Campingplatz für Riesen. Werdet ihr gleich sehen. Die haben auch Mammuts. Da gucken wir jetzt mal kurz vorbei, um euch das zu zeigen. Also begeben wir uns jetzt sozusagen auf die erste Quest ins Ödsturzhügelgrab. Aber gucken natürlich jetzt nochmal kurz bei den Riesen vorbei. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und das ist gerade eins von denen, wo auch Riesen unterwegs sind. Die haben extreme Power, also gegen die werden wir jetzt auf jeden Fall noch nicht ankommen. Die greifen auch nicht an. Da ist einer. Nee, doch nicht. Oder doch? Nee, das ist ein Stein. Ach, Leute. Aber irgendwer hat uns gesehen, also... Wir sind nicht unentdeckt. Wenn die sich bedroht fühlen, greifen sie uns an. Aber meistens machen sie es nicht, wenn du hier nur so lang gehst. Das Ding ist, wenn du aber ihre Mammuts angreifst, dann bist du auf jeden Fall absolut, gefickt, auf gut Deutsch gesagt. Weil dann rasten sie so ein bisschen aus und die Mammuts sind auch ganz schön stark. Aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Wir wollen sie nicht verärgern. Wir lassen sie einfach mal in Ruhe. Zwischen den Steinen etwas eingequetscht. Ihr hört auch die Mammuts da, aber die greifen, glaube ich, sogar einfach an, die Mammuts, wenn ich mich nicht täusche, wenn du zu nah dran bist. Ich möchte jetzt da natürlich keinen Müll erzählen. Oh, ein Bär. Ein Schneebär. Den machen wir jetzt natürlich mal kalt. Bam! Gott, der kriegt ja kaum Schaden. Leute! Oh Gott, der macht ja mega Schaden. Das ist natürlich nicht geil. Wartet mal, ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwelche Kräfte schon haben. Kampfschrei. Den können wir schon ausrüsten. Bei Wiederherstellung haben wir auch einen. Wartet mal, kann man das nicht? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Rechte Hand, genau. Linke Hand machen wir Flammen. Seht ihr ja? Und in der rechten Hand kann ich mich heilen. Kostet natürlich aber auch Magika, ne? Aber macht kaum Schaden. Deswegen gehen wir jetzt mal auf den Langbogen ein. Nicht, dass der so stark ist, der Bär. Das hätte ich nie im Leben gedacht, Leute. Wieso rennt der jetzt weg? Weggepackt. Dann schießen wir jetzt mal mit dem Bogen ab. Oh, der wreckt so schnell, dass wir ihm kaum Schaden machen. Leute, wir lassen es einfach. Das ist komplette Pfeilverschwendung. Wir sind, wie gesagt, noch sehr schwach und haben selbst gegen einen Bär eigentlich gar keine Chance. Das ist schon
Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht gedacht. Und ihr seht jetzt auch schon, man kann, wenn man mit einer einhändigen Waffe spielt, gleichzeitig noch die Magika in der Hand behalten. Übrigens steigert die sich ganz langsam. Wenn wir jetzt ein Hochelf wären, würde sie sich schneller regenerieren. Aber das sind wir leider nicht. Und deswegen dauert das jetzt ein bisschen länger natürlich. Man kann auch Tränke und so benutzen und gewiss mit Rüstungseffekten arbeiten. Aber das sollte uns jetzt erstmal nicht interessieren. Aber um das Ganze mal ein bisschen besser für uns zu machen, machen wir mal die Wiederherstellung in die linke Hand. So. Ist, glaube ich, sinnvoller für unser jetziges Ziel, was wir hier vorhaben. So, hier ist ein... Das müsste das Ödsturz-Hügelgrab sein. Gut. Sind wir ja angekommen. Haben wir das Ödsturz-Hügelgrab entdeckt? Oben seht ihr schon die Punkte. Da oben werden welche sein. Mal sehen, ob es Menschen sind. Ich will es hoffen. Ja, sind natürlich Banditen wieder. Die sind aber nicht ganz so stark wie der Bär. Den haben wir. Der ist tot. So, jetzt gehen wir auf den los. Brauchen auf jeden Fall demnächst mal eine stärkere Waffe. Und den haben wir auch. So, die durchsuchen wir jetzt direkt mal. Das ist jetzt eine Zweihandwaffe schon mal. Die ist nicht schlecht. Dietrich nehmen wir immer mit. Die Rüstung. Naja, erstmal nehmen wir alles mit, weil wie gesagt, was wir verkaufen können, bringt uns natürlich auch Gold. Eisenbahn. Sehr wichtig, um später Sachen zu schmieden. Also auch immer mitnehmen. Also Rüstung im schweren Bereich ist schon auf 17 gestiegen. Jetzt sehr schön. Einhändig sind wir auf 43. Machen wir mal einen starken Angriff. Oh Gott, Leute, wir müssen gleich mal... Wir haben ja schwere und leichte Rüstung an. So, jetzt heilen wir uns erstmal. Ey. Gott, der macht uns ganz schön. Glaubt ihr, ihr seid mir gewachsen? Warte. Haben wir kein Schild? Natürlich haben wir kein Schild. Was wollte ich jetzt machen? Blocken können wir nur, wenn wir keinen Zauber haben. Deswegen nehmen wir den mal kurz weg. Oh Gott. Bevor er uns jetzt totschlägt, weil das passiert jetzt, wenn er uns trifft, nehmen wir jetzt einen Heilungstrank. Weil das, so. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die uns jetzt so schnell auseinandernehmen hier. Ich bin sowieso eher so der Fan von den Zweihandwaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Banditenstraßenräuber. Oh, der hatte sogar einen orkischen Bogen. Relativ viel wert, auch gar nicht mal schwach. Korundumbarren. Werdet ihr später noch sehen, wofür wir das brauchen? Nehmen wir natürlich mit, Leute. Wie viel Traglast haben wir jetzt eigentlich noch? Da muss ich mal ein bisschen Auge drauf haben. 182 von 350. Erhöhen wir die Ausdauer, erhöhen wir auch... die Tragfähigkeit. Ich weiß nicht, ab welcher Stufe das war bei der Ausdauer, aber um das nochmal zu sagen, wir leveln gleich mal die Fertigkeiten. Wir haben ja noch ein paar Punkte zu vergeben. Das machen wir direkt mal bei der Wiederherstellung mal. So, einmal die Novizenstufe nehmen. Verbrauchen die Magikas auf der Novizenstufe die Zauberer, in der Wiederherstellung weniger. Das haben wir schon. Weniger... Ne, das brauchen wir nicht. Wie heißt es denn, Leute? Das ist auf jeden Fall schon mal Barbar. Oh, können wir da gleich nochmal leveln? Ja, können wir. So, jetzt haben wir bei Zweihandwaffen schon mal 60% mehr Schaden. Bei der nächsten Stufe dann. Jetzt haben wir 40 im Moment. Dafür brauchen wir aber das Level 40, um wieder zu leveln. Jetzt gehen wir erstmal auf Einhandwaffen, weil mit denen spielen wir ja gerade. Landsknecht. Okay. Einmal. Nochmal. So, und jetzt brauchen wir... Oh, nochmal, den können wir sogar auf 60% erhöhen. Das machen wir natürlich direkt. Wunderbar, dann machen wir jetzt auch direkt mehr Schaden. Können wir gleich mal gucken, passt auf. Ja, wo haben wir denn den Streitkolben? Wir hatten vorhin einen Schaden von 11 oder 12, jetzt haben wir 19. Immer schön so ein bisschen im Auge behalten, solche Sachen. Das ist enorm. Also diese Fähigkeiten, die machen sehr viel aus. Dann gucken wir mal, was hier noch so mit bei ist.
Doppelwürfe, Wirbel. Angriff mit zwei Waffen sind 20% schneller. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Kampfhaltung. Okay. Mit Kriegsäxten stehe ich nicht so drauf, muss ich ehrlich sagen. Mann, ich will... Nein. Ein bisschen schwer die Steuerung gerade. Haben eine Chance von... So. Könnte man auch machen, aber ist für mich eine Verschwendung. Deswegen nehmen wir mal das hier. Kampfhaltung. Leichte Angriffe mit Einhandwaffen verbrauchen 25% weniger Ausdauer. Werden wir natürlich jetzt so behalten. Und hier brauchen wir erstmal Stufe 50. Jetzt gehen wir erstmal in Richtung Ödstor-Zügegrab. So, und bevor wir das jetzt betreten, wollte ich sagen, an der Stelle machen wir dann jetzt mal einen Cut, Leute. Und sehen uns morgen. Haut rein, bleibt und flieg. Bis zum nächsten Mal.